Dankeschön, vielen Dank. Danke für die Gelegenheit, hier vor Ihnen vortragen zu dürfen. Das Thema ist zur Lage der volkswirtschaftlichen Forschung und es geht um die Notwendigkeit einer Reform der VWL und ich werde besonders das Beispiel der Geldtheorie betrachten. Erinnern wir uns an die Zeit des Höhepunkts der Krise, September, Oktober 2008. Eine Szene, die so vielleicht hätte passieren können. Ein Journalist möchte einen Kommentar. Gerade sind britische und amerikanische Banken bankrott gegangen. Industrieproduktion schrumpft um -15%. Börsenkrach, Katastrophe, Panik. Zentralbanken zu bisher nicht vorstellbaren, unorthodoxen Schritten veranlasst. Der Journalist fragt den Professor von Economics an einem führenden Institut wie MIT. Can you please comment? Wäre der Professor ehrlich, würde er sagen, tut mir leid, ich kann keinen Kommentar abgeben. Ja, warum denn nicht? Meine Modelle und Theorien beinhalten keine Banken. Das wäre die Wahrheit gewesen. Ich nehme an, dass die Herren Kollegen vielleicht ein bisschen diplomatisch mit der Antwort waren und vielleicht nicht ganz so offen zugegeben haben, dass Banken gar nicht Bestandteil der Theorien und auch nicht der empirischen Modelle waren. Daher ist kein Wunder, dass also auch in Amerika bekannte führende Vertreter des Mainstreams kritischer werden und wurden. Simon Johnson sagt, Economics is in crisis. We need to rethink a great deal about economics and how economies operate. Und natürlich Koryphäen des Mainstreams haben es ja bekanntermaßen ganz klipp und klar zugegeben. Alan Greenspan im Oktober 2008, als er ins Kreuzverhör genommen wurde und er war unter Eid, musste er zugeben, und Sie wissen ja die Technik, wenn man das gut macht im Kreuzverhör, dann muss man etwas zugeben, man ist in eine Ecke geführt worden, es gab einen Widerspruch im Argument und dann musste er zugeben, sein Verständnis von Banken und Märkten war teilweise falsch. Gerade hat er noch das Wort reingebracht. Er sah einen Fehler im System der freien Märkte und sein Glaube in die freie Marktwirtschaft und die Marktkräfte war zutiefst erschüttert worden. Donald Cohn, former Vice Chairman der Federal Reserve, hat es auch relativ klar ausgedrückt. It is fair to say that the core macroeconomic modeling framework used at the Federal Reserve and other central banks around the world has included, at best, only a limited role for credit provision and financial intermediation. Asset price movements and the feedback among those movements, credit supply and economic activity were not well captured by the models used at most central banks. Natürlich Zentralbanker Understatement für die Tatsache, dass Banken überhaupt nicht in den Modellen waren. Aber so gut können Sie ja Zentralbanktexte lesen, dass Sie diese Aussage daraus erkennen. Es stellt sich heraus, die Makroökonomie kann vieles nicht erklären. Es gibt eine ganze Reihe von Phänomenen, die nicht erklärt werden, die allerdings nicht marginale Phänomene sind, sondern sehr wichtige, zentrale Probleme darstellen. Warum haben über ein Jahrzehnt von Zinsreduzierungen in Japan zu keinem Aufschwung geführt? Warum ist die Zinspolitik also nicht so effektiv, wie uns das seit Jahren, Jahrzehnten erzählt wurde? Der ganze New Monetary Policy Consensus, der das Agieren der Zentralbanken beschrieben hat, so wurde uns gesagt, ist natürlich zusammengebrochen mit dem Ausbruch der Bankenkrise. Ich werde da morgen spezifisch über Zentralbankpolitik noch sprechen. Ein fundamentales Makroproblem, das wir uns noch ein bisschen näher anschauen werden, ist natürlich das Problem des Velocity Decline, des Falls und der Instabilität der Geldumlaufgeschwindigkeit. Das hört man zwar nicht mehr sehr oft,
Aber das ist ein Problem, das nie gelöst wurde. Und das ist eigentlich eine Ursache, warum sich die Ökonomie in gewisse Richtung entwickelt hat. Die mangelnde Effektivität der Fiskalpolitik. Japan hat ja vorgeführt, was dann von vielen Ländern seither auch nach der Bankkrise nachgemacht wurde. Zinsen wurden gesenkt, es hat nicht geholfen. Fiskalpolitik, massive Keynesian Fiscal Expansion wurde getätigt, aber aus irgendeinem Grund kam es auch nicht zum Erfolg. Japan ist jetzt am Beginn des dritten Jahrzehnts der Rezession. Das Phänomen der Vermögenswerte, Asset Price Movements, das kann auch nicht erklärt werden. Und überhaupt diese ganzen Boom-Bust-Zyklen, die wir ja zu Genüge in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die auch, wenn man sich die Daten anschaut, zugenommen haben und die Amplitude auch zugenommen hat. Das Phänomen der wiederkehrenden Bankenkrisen, über 100 in den letzten 30 Jahren. Und die kürzliche nordatlantische ist keine Ausnahme, sondern sehr typisch. Warum sind Banken etwas Besonderes? Die Theorie sagt, sie sollten es nicht sein. Die Empirie hat aber bestätigt, es gibt genug Belege, dass Banken eine besondere Funktion erfüllen und besondere Qualitäten haben, die also besondere Auswirkungen auf die Volkswirtschaft hat. Das ist aber nicht in der Hauptrichtung der VWL widergespiegelt. Und natürlich ganz grundlegend, was ist eigentlich Geld? Wie funktioniert das Geld? Es scheint, dass die traditionellen Ansätze nicht funktionieren. Ich möchte mich auf 7 Puzzles und Anomalien beschränken. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und wie gesagt, ich schaue natürlich hier hauptsächlich die monetären an. Also die Anomalie der Banken, der wiederkehrenden Bankenkrisen. Das geldpolitische und makroökonomische Problem der unstabilen Geldumlaufgeschwindigkeit, überhaupt der Rolle des Geldes, die Vermögenswerte und die Ineffektivität der Zins- und Fiskalpolitik. Ich möchte nur ganz kurz feststellen, es gibt also genügend Mainstream-Publikationen wie Farmer, Ashcraft in führenden sogenannten Mainstream-Zeitschriften und natürlich auch in den Lehrbüchern der Mainstream VWL, Blanchard und Fischer zum Beispiel, wo festgestellt wird, dass es einfach was Besonderes gibt an diesen Banken. Es ist empirisch gut belegt, aber die Antwort auf die Frage, was es denn ist, was es genau ist, die wird nicht gegeben. Bankenkrisen sind ein Phänomen, das uns nicht nur seit der Asienkrise bewegt. Japan, wir hatten ja in Skandinavien in den frühen 90er Jahren eine gigantische Bankenkrise. Lateinamerika und natürlich jetzt die gegenwärtige. Und natürlich auch die Tatsache, dass diese Zahl dieser Bankenkrisen angestiegen ist in den letzten 50 Jahren und die Größe anscheinend des Problems größer geworden ist. Also als ob man da wirklich nichts gelernt hat von der ständig steigenden Zahl der Bankenkrisen. Hier kurz 2 Grafiken zur unstabilen Umlaufgeschwindigkeit. Sie wissen, das kommt von der sogenannten Quantitätsgleichung. Auf Englisch MV equals PY, also die Geldmenge multipliziert mit der Geschwindigkeit des Umlaufs dieses Geldes, soll also dem nominalen BIP entsprechen. Und diese Umlaufgeschwindigkeit muss konstant sein. Wenn sie nicht konstant ist, dann wissen wir wirklich nicht, wie Geld, die Geldmenge, mit der Realwirtschaft zusammenhängt. Und für die Geldpolitik ist natürlich sehr wichtig. Man kann es umformulieren zur Cambridge Equation, eine Geldnachfragefunktion und so weiter. Diese Anomalie war so ein großes Problem, das in den 80er Jahren bemerkt wurde und zu sehr vielen Arbeiten geführt hat, empirischen Arbeiten, die das festgestellt haben. Breakdown of the Money Demand Function, führende Studien, britische Daten, amerikanische Daten. Das hieß dann Velocity Decline, Breakdown of the Money Demand Function oder natürlich The Mystery
of the missing money. Denn diese Umlaufgeschwindigkeit ist gefallen. Sie sehen hier, wir haben also einfach, wenn man also nach V auflöst, nominal ist BIP geteilt durch ein Geldmengenaggregat. Und man kann enge nehmen, High-Powered Money, M-Notes oder weitere M1 oder M2. Man stellt also fest, keine Stabilität und eher einen rapiden Abfall. Wenn man neuere Daten nimmt, dann ist der Fall natürlich noch viel dramatischer. Aber selbst in den 80ern war das schon Grund, für die führenden Ökonomen des Mainstreams zu behaupten, es ist eine puzzling Anomalie. Charles Goodhart sagte, the quantity relationship came apart at the seams during the course of the 1980s. Federal Reserve researchers haben gemeint, once viewed as a pillar of macroeconomic models, it is now one of the weakest stones in the foundation. Lehrbücher behaupten natürlich, das stimmt, diese Quantitätsgleichung. True by definition, under any and all circumstances, wird uns gesagt in einem Buch in Monetary Economics. Aber es war offensichtlich nicht der Fall. Es gab ein paar Ansätze, das zu erklären. Es wurde versucht, das ist dann meistens, also immer wenn sowas schief geht, gesagt, ja, das ist wegen Deregulierung und Liberalisierung und einfach mehr Finanztransaktionen. Das ist natürlich eher eine komische Erklärung, denn sollte sich da nicht die Umlaufgeschwindigkeit erhöhen als abfallen, wenn wir mehr Finanztransaktionen haben? Und es geht weiter, die Anomalie des Geldes. Was ist denn eigentlich Geld? Und manche Lehrbücher sagen das ja eigentlich schon, dass es ein Problem ist, wenn wir nicht definieren können, was das Geld ist. Und es ist ein Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ist es M0 oder M1 oder M2? Das ist sozusagen als Auswachs dieses Abfalls der Umlaufgeschwindigkeit, wurde dann mit verschiedenen Geldaggregaten gespielt. Man wollte eins finden, wo eben noch Stabilität der Quantitätsgleichung festgestellt werden konnte. Schlussfolgerung, man hat also alle ausprobiert, es klappt gar nichts. Die Frage, what is money, hat keine Antwort, sagt selbst die Federal Reserve. Wieder in Central Banking Language, there is no definitive answer in terms of all its final uses to the question, what is money? Aber es geht natürlich weiter. Wir wissen auch nicht, wie Vermögenswerte definiert werden. Wir haben schöne Theorien, CAPM, Portfoliotheorien. Meistens sind natürlich Zinsvariablen wichtig hier, aber sie können die Fakten nicht erklären. Ob das jetzt der japanische Asset Bubble ist, wo also die Vermögenswerte so rapide angestiegen sind, dass der kaiserliche Palastgarten in Zentral-Tokio den gleichen Marktwert hatte wie der ganze Staat von Kalifornien, einschließlich Los Angeles, San Francisco. Das war eine Anomalie. Es ging natürlich dann weiter mit der Anomalie. Das konnte nicht erklärt werden, als das angestiegen ist. Und natürlich der rapide Fall. Also die Grundstückspreise sind dann um 80% gefallen in den frühen 90er Jahren. Das konnte natürlich auch nicht erklärt werden, geschweige denn vorhergesagt werden. Aber nicht nur Japan, sondern auch andere Länder bescherten uns da viele empirische Fallstudien. Amerika in den 20er Jahren, Skandinavien in den 80ern, wie erwähnt. Und natürlich auch Länder wie Island, Großbritannien in den Jahren vor der Bankenkrise. Zinsen. Es wurden die Zinsen sehr rapide gesenkt in Japan, als die Krise losging, so 1991. Sehen hier kurzfristige und längerfristige Zinsen. Es ging also rapide auf Null zu. Wir haben jetzt sowohl kurzfristige, also langfristige Zinsen, eher um die Null. Und fast alle makroökonomischen Theorien sagen, das wird gut sein für die Wirtschaft. Tja, es hat sich aber in den letzten 20 Jahren wenig Beweismaterial gezeigt, dass diese Zinssenkungen positive Auswirkungen haben. Und da gibt es Ansätze, da können wir jetzt leider nicht im Einzelnen durchgehen. In meinen Veröffentlichungen habe ich natürlich viel detailliertere Antworten auf die Erklärungsversuche der Mainstream-Ansätze. Aber ich möchte eine erwähnen, denn es wird oft gesagt, ja, aber Moment mal, das wurde doch erklärt von Paul Krugman. Der hat doch gesagt, Liquidity Trap. Was in Japan passiert ist, ist ein Liquidity Trap und damit haben wir das Phänomen erklärt. Und Sie wissen ja,
wenn Sie Keynes kennen. Und Krugman definiert es natürlich ein bisschen anders, aber ähnlich. Wenn man die Zinsen senkt, dass man sie nicht mehr senken kann, dann ist die Geldpolitik nicht mehr effektiv, denn die Geldpolitik ist nur durch Zinsen definiert. Leider erklärt dieses Liquidity Trap Argument natürlich nichts. Denn erstens wird nicht erklärt, warum wir in diese Liquiditätsfalle gekommen sind. Das ist dann immer exogen. Das Argument behandelt nur einen Zeitpunkt, den Zeitpunkt, zu dem die Zinsen den niedrigsten Punkt erreicht haben. Das war vor der Bankenkrise März 2003 in Japan. Für kurzfristige Zinsen ist das noch richtig, 0,0001%. So, dann sagt jetzt Krugman, er kann erklären, warum zu diesem Zeitpunkt, März 2003, das ist 10 Jahre, nachdem die Krise schon begonnen hatte, 10 Jahre der Rezession und Depression, kann er jetzt erklären, warum zu diesem Zeitpunkt Geldpolitik nicht effektiv ist. Tja, lieber Herr Krugman, das ist nicht sehr interessant. Die Frage, die wir stellen, ist eine andere. Warum haben ein Jahrzehnt von Zinssenkungen die Wirtschaft nicht stimuliert? Was sagt Krugmans Liquidity Trap Argument dazu? Nichts. Denn das Argument behandelt den Zeitpunkt, wo die Zinsen so niedrig sind, dass sie nicht mehr gesenkt werden kann. Und es stellt sich raus, es ist eine Tautologie, die besagt, wenn wir Zinsen so weit senken, dass wir sie nicht senken können, dann können wir Zinsen nicht mehr senken. Diese Anomalie der mangelnden Effektivität der Zinspolitik besteht also weiter. Mit der Fiskalpolitik sah es leider auch nicht besser aus. Japan hat es versucht, die Wirtschaft durch gestiegene Regierungsausgaben zu stimulieren. 150 Trillion Yen auf Englisch in den 90er Jahren an Regierungsausgaben, 10 Fiscal Stimulation Packages. Wir sehen natürlich das Endresultat. Die Staatsschulden sind jetzt über 200% des GDPs. Japan ist eines der am meisten verschuldeten Länder. Da ist ganz klar, die haben sehr viel fiskalisch getan, um die Wirtschaft anzukurbeln. Leider haben sich keine Resultate gezeigt. Das Hauptargument, das hier gebracht wird, von Leuten wie Adam Posen, ist, ja, hätten wir mehr Fiskalpolitik gehabt, größere Fiskalspritzen, dann hätte das funktioniert. Es ist natürlich ein counterfactual Argument, das nicht testbar ist, aber eins steht fest, und da kann man sich eben nicht ausreden, es wurden ja vor Bekanntgabe der Fiscal Packages Vorhersagen gemacht, und gerade von den Fiskalisten, die also sehr darauf bauen, was denn die Auswirkungen dieser Packages sein wird. 1%, 2%, 3% Wachstum, alle möglichen Zahlen wurden genannt und die waren alle falsch. Also ist es eine unumgängliche Tatsache, dass die erwarteten Ergebnisse nicht erzielt wurden. Wir haben also eine ganze Reihe von Anomalien. Thomas Kuhn sagte, wenn eine Theorie eine Reihe von Anomalien hat, also das sind dann wichtige Punkte, in denen die Theorie einfach nicht stimmt, nicht von der Realität unterstützt wird, von der Realität widersprochen wird, dann wird es Zeit, ein neues Paradigma zu entwickeln, einen neuen Ansatz. Ähnlich sieht das auch Lakatos. Das sind also Forscher, die sich den Fortschritt in der Wissenschaft angeschaut haben und wie das so funktioniert. Und es ist sicherlich an der Zeit, dass die VWL ein anderes Paradigma einschlägt. Um den richtigen Weg einzuschlagen, aus der Sackgasse rauszukommen, müssen wir uns überlegen, ja, wo war denn der Punkt, zu dem wir in die falsche Richtung gegangen sind? Wahrscheinlich geht es natürlich auf David Ricardo zurück, also eine lange Zeit. Aber ich möchte jetzt mich auf die Geldpolitik und geldmonetäre Ökonomie beschränken. Hier kann man feststellen, es war wahrscheinlich ein Zeitpunkt in den 80er Jahren, da gab es ja relativ viele Ansätze, die auch nebeneinander gedeihen durften. Und diese Ansätze
waren ähnlich. Sie hatten einen ähnlichen methodologischen Ansatz. Sie hatten die gleiche Verbindung des Geldsektors mit der Realwirtschaft. Sie hatten noch was anderes gemeinsam, nämlich dass sie nicht funktionierten. Das könnte der Zeitpunkt gewesen sein, zu dem wir also in die falsche Richtung gegangen sind. Denn als dann dieses Phänomen der fallenden Umlaufgeschwindigkeit festgestellt wurde, Entschuldigung, da erschienen plötzlich die vorher als eher extrem betrachteten Modelle ohne Geld und ohne Banken sehr attraktiv. Denn wenn wir nicht erklären können, wie Geld mit der Wirtschaft zusammenhängt, weil empirisch das einfach nicht mehr funktioniert, dann ist es natürlich verführerisch, sich auf Modelle einzulassen, wo gar kein Geld drinnen ist. Und dann haben wir kein Problem mehr. Es ist also die Möglichkeit, meiner Ansicht nach sehr realistisch, dass die VWL, die sich also dann entwickelt hat seitdem, ohne Geld, ohne Banken, ohne Finanzsystem meistens, nur durch den Zins repräsentiert, eine Art Flucht, eine Realflucht ist, eine Flucht vor dem Problem, die man nicht erklären konnte, wie denn Geld überhaupt funktioniert. Und da haben sich also die Ökonomen als etwas feige erwiesen, sind einfach weggelaufen, ohne wirklich den Problemen auf den Grund zu gehen und rauszufinden, ja, was ist denn schiefgelaufen hier? Es gibt also noch weitere Anomalien, auf die können wir also wie gesagt nicht eingehen. Wir müssen uns überlegen, was diese Ansätze, die in den 80er Jahren existierten, gemeinsam haben. Sie hatten die gleiche Methode. Methodenlehre ist etwas, das heutzutage nicht mehr gelehrt wird in der VWL. Ich befürchte aus gutem Grund, sonst wird man merken, dass die gegenwärtig weit verbreitete Methode der Hauptströmung der Ökonomie nicht überzeugend ist. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, den induktiven Ansatz und den deduktiven Ansatz. Induktiv, hier vom Oxford Dictionary, characterized by the inference of general laws from particular instances. Und natürlich dann deduktiv, the deductive method, auch axiomatische Methode genannt. In logic, the procedure by which an entire science or system of theorems is deduced in accordance with specific rules by logical deduction from certain basic propositions, axioms, which in turn are constructed from a few terms taken as primitive. Frage, welcher Approach dieser beiden Ansätze, induktiv und deduktiv, wird in den Naturwissenschaften verwendet, von den Wissenschaften? Zum Beispiel hier haben wir auch in anderen Gebäuden Wissenschaftler in der Medizin, der Biologie, in der Physik, in der Chemie. Wie arbeiten die denn? Ich stelle natürlich jetzt eine empirische Frage, die empirisch beantwortet werden kann. Wenn Sie untersuchen, werden Sie feststellen, aha, die Wissenschaftler untersuchen Phänomene, versuchen Daten zu sammeln, Observation, dann wird das Material organisiert, kategorisiert, klassifiziert. Der Prozess ist sehr wichtig, da werden dann schon implizit oft Zusammenhänge beobachtet. Dann kommt der Versuch, Zusammenhänge festzustellen und natürlich Theorien zu entwickeln, die Zusammenhänge erklären. Und diese Theorien werden dann sofort wieder getestet mit den Daten. Man fängt also an mit Daten und Fakten. Daraufhin werden dann Theorien entwickelt, die sofort wieder getestet werden. Das ist induktiv. Sie sehen natürlich, es gibt deduktive Elemente dabei. Eine Theorie zu entwickeln ist immer teilweise deduktiv, aber die Betonung der Anfang ist induktiv. Was ist die Forschungsmethode in der VWL? Mill, John Stuart Mill schrieb ein gutes Buch über diese Forschungsmethoden und stellte fest, dass wir eigentlich alles, was wir von der Welt wissen, induktiv erlernt haben. Er kommt dann ganz am Ende des Buches zum Schluss, also induktiv ist wissenschaftlich, das sollte man machen, außer in der Ökonomie, da sollten wir anders arbeiten. Und wie wird da gearbeitet? Hempel und Oppenheimer haben das beschrieben, die hypothetisch-deduktive Methode, Axiome, sogenannte universelle Gesetze, dann werden relevante Anfangs- oder Boundary-Bedingungen festgestellt, durch Annahmen, Hilfsannahmen wird dann ein System entwickelt, dann werden Methoden der Deduktion verwendet, Mathematik, um ein Modell, eine Theorie zu formulieren.
die natürlich auf diesen Annahmen und Axiomen aufbaut. Der deduktive Ansatz hat ein paar Probleme. Man kann sich natürlich auch unwissenschaftliche Forschung vorstellen, nicht, dass wir das irgendjemand unterstellen wollten, aber man könnte sich vorstellen, wenn man bestimmte Ziele verfolgt, bestimmte Schlussfolgerungen sehr gerne sieht, fangen wir doch mal mit der Schlussfolgerung an. Was wollen wir denn beweisen? Märkte sind gut. Regierungsintervention, oh, schlecht. Okay, das wollen wir beweisen. Also, welches Modell könnte diese Resultate liefern? Okay, nächster Schritt. Welche Annahmen, Hilfsannahmen, Boundary Conditions könnten ein derartiges Modell gerechtfertigen? Nächster Schritt. Welche Axiome könnten die Szene setzen für diese Annahmen und diesen Ansatz? Und jetzt kommt der allerwichtigste Schritt. Man präsentiere in umgekehrter Reihenfolge. Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind alle schlaue Leute, erwachsen, wir können uns Gedanken machen. Nehmen wir doch mal ein paar Sachen an, hier ein paar Annahmen, dass die Leute sehr rationell sind, dass die Leute Entscheidungen auf bestimmte Weise treffen, noch ein paar Annahmen über die Märkte. Wir bauen jetzt hier ein Modell. Und sehen Sie, was ist die Schlussfolgerung? Märkte sind am besten, wenn man sie alleine lässt. Regierungsintervention ist schlecht. Ja, das sagt nun mal das Modell. Was sollen wir da tun? Das müssen wir jetzt sofort in der Politik einführen. Es stellt sich also heraus, dass die deduktive Forschungsmethode ganz einzigartig attraktiv ist für Leute, die bestimmte Interessen und Ziele vertreten wollen. Denn sie kann natürlich beliebig manipuliert werden. Denn sie können natürlich alle Annahmen machen, die sie wollen, und alle möglichen Modelle darauf aufbauen. Der deduktive Ansatz stellt sich heraus, ist also seit dem 18. Jahrhundert, aber insbesondere seit David Ricardo verbreitet worden in Classical Economics in Großbritannien. Wer war David Ricardo? Er war einer der reichsten Leute der Welt. Princess Anne, die derzeitige Princess Anne, wohnt in seinem, wie die Briten sagen, so schön immer Understatement, Country House. Die Franzosen würden eher Chateau sagen, aber er war natürlich ein Banker und er hatte sicherlich bestimmte Ansichten über bestimmte Dinge. Und es besteht jetzt die Möglichkeit, wenn man den deduktiven Ansatz verwendet, diese auch umzusetzen. Es ist so ein gewisser Hang zur Irreführung im deduktiven Ansatz. Es ist sicherlich in der Öffentlichkeit und selbst unter Kollegen und Experten, selbst unter kritischen Ökonomen, doch immer irgendwie der Eindruck da, dass bestimmte Dinge bewiesen wurden vom Mainstream oder von der VWL. Hier vielleicht einer, wo es weniger Leute hier im Raume gibt, die noch diese Irreführung erliegen. Aber viele Leute glauben, dass Mainstream neoklassische VWL bewiesen hat, dass nur freie Märkte und freier Handel zum wirtschaftlichen Erfolg führt. Interventionen wie durch die Regierung ist ineffizient, Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung muss die Effizienz erhöhen. Die Fakten sind, die neoklassische VWL hat bewiesen, dass freie Märkte, freier Handel nur dann effizient und wohlfahrtsoptimierend ist, wenn Intervention nur dann ineffizient ist und nicht erfolgreich ist, wenn Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung nur dann Effizienz erhöhen kann, wenn wir in einer Welt leben würden, in der jeder perfekte Information hat, komplette Märkte, flexibel, sofort adjustierende Preise, perfekter Wettbewerb, keine Informations-, keine Transaktionskosten und so weiter. Das wurde bewiesen. Da wir natürlich wissen, dass wir nicht in einer derartigen Welt liegen, ist es eine Tatsache, dass die VWL bewiesen hat, dass auf unserem Planeten freie Märkte und freier Handel nicht unbedingt effizient sind. Das ist der Beweis, der geführt wurde. Regierungsintervention kann leicht sehr effizient und sehr erfolgreich sein. Das wurde bewiesen. Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung wird nicht die Effizienz erhöhen. Das wurde bewiesen, wenn wir natürlich an der Volkswirtschaft unseres Planeten interessiert sind, in der realen Welt, in der wir uns befinden. Vielleicht etwas
das doch noch ein paar Augenbrauen erheben könnte. Das bekannteste Diagramm der VWL. Die Angebots- und die Nachfragekurven, eine fällt, eine steigt, wo sie sich überschneiden, das Nirvana-Gleichgewicht. Der Eindruck besteht, vielleicht zumindest im Mikroumfeld, bei manchen, in der Meinung mancher natürlich auch im Makro, dass die VWL doch irgendwo bewiesen hat, dass Preise sich bewegen, um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erzeugen, sodass wir dann im Gleichgewicht sind oder sehr nahe dran sind oder uns so schnell darauf zubewegen, man kann dann so annehmen, dass wir im Gleichgewicht sind. Die Realität ist, dass die VWL bewiesen hat, dass Marktgleichgewicht und natürlich auch makroökonomisches allgemeines Gleichgewicht nur dann existieren kann, wenn wir in einer theoretischen Traumwelt leben würden, in der es perfekte Informationen gibt, kompletten Wettbewerb, komplette Märkte, flexible Preise, keine Transaktionskosten und so weiter. Das heißt im Klartext, die VWL hat bewiesen, dass auf unserem Planeten kein Marktgleichgewicht existiert. Es gibt kein Gleichgewicht. Die Märkte sind nie im Gleichgewicht. Das ist die Tatsache und es wurde bewiesen von der Mainstream VWL. Also das alte Paradigma baut auf dem hypothetisch-deduktiven Ansatz auf. Man fängt mit Axiomen an. Was sind Axiome? Das sind Tatsachen, die wissen wir. Und wir wissen so genau, dass die stimmen, dass wir nie prüfen müssen, ob sie stimmen, und sie stimmen gar nicht. Dann tun wir Annahmen dazu. Was sind Annahmen? Annahmen sind Sachen, von denen wissen wir schon, dass sie gar nicht stimmen, aber es macht ja nichts. Dann bauen wir daraus ein Modell. Wir verwenden die Werkzeuge der deduktiven Logik, Mathematik, die möglichst komplex sein soll, damit es wissenschaftlich aussieht, obwohl der Grundsatz der Logik ist, dass einfache Erklärungen besser sind und vorzuziehen sind vor komplexen Erklärungen. Wie schon ein anderer, der aus Großbritannien nach Deutschland kam, William von Ockham, uns erklärte, oder Aristoteles natürlich. Der letzte Schritt ist, obwohl die Schlussfolgerungen auf eine theoretische Traumwelt betreffen, werden sie dann direkt auf unseren Planeten angewandt. Und das natürlich also folgert gar nicht. In englischen Buchläden werden die Bücher unter Fiction und Non-Fiction geteilt. Und wenn Sie ein Economics-Buch suchen, dann sind Sie da immer ganz falsch beraten. Die sind natürlich falsch sortiert, das ist klar. Aber man kann den guten Leuten im Buchladen das nicht vorwerfen. Die gehen davon aus, dass es halt auch sehr wissenschaftlich wieder gearbeitet wird. Und das ist dann halt unter Non-Fiction. Aber genau das benötigen wir. Wir benötigen Non-Fiction-Economics. Es sind sicherlich viele Romane realistischer, als was uns da geboten wird. Und das können wir nur entwickeln, wenn wir strikt einem induktiven Ansatz folgen. Das hat viele Konsequenzen. Es darf keine unrealistischen, ergebniskritischen Annahmen geben. Wie sehen dann die Märkte aus? Wie sieht die Welt aus? Märkte sind also nicht im Gleichgewicht, doch über 90% der Lehrbücher und der Forschungspapiere und Arbeiten befassen sich mit Gleichgewichtsmodellen. Wenn die Märkte nicht im Gleichgewicht sind, sind sie quantitätsrationiert. Rationierte Märkte werden von der kurzen Seite, Short Side Principle, dem Prinzip der kürzeren Seite von Angebot und Nachfrage bestimmt. Es sind dann Quantitäten, die wichtig sind, nicht Preise. Die Idee, dass Preise, einschließlich der Preis des Geldes, wichtig sind, das kommt rein aus der Theorie und entbehrt jeglicher empirischer Fundierung. So, jetzt können wir zum Geld kommen. Was ist hier größer, die Nachfrage oder das Angebot vom Geld? Dann haben Sie sehr schnell die Antwort, was wichtig ist in der Realität. Und das wussten Sie eh schon, bevor Sie den ersten Kurs belegten in VWL. Also welche Seite bestimmt den Markt für Geld und Kredit? Das Angebot oder die Nachfrage? Die Nachfrage nach Geld ist immer größer. Und das sind natürlich nicht Sie, die das Geld wollen, das bin ich. Denn Sie wissen ja, die Aggregatskurven Angebot und Nachfrage sind horizontale Additionen. Und da ich sehr greedy bin und immer mehr Geld will, müssen Sie meine unendliche Nachfrage nach Geld mit Ihrer sehr bescheidenen Nachfrage aufaddieren und Sie erhalten unendlich. Es ist also das Angebot an Geld und Kredit, das den Geldmarkt bestimmt. Und ohne Geld
läuft gar nichts in der Wirtschaft. Und damit haben sie schon mal die wichtigste Variable gefunden. Gehen wir also zurück zu den 80er Jahren, als diese ganzen Ströme auseinandergingen. Damals gab es noch Classical, New Classical, Keynesian, Monetarism, auch Post-Keynesian und New Monetary Policy Consensus in einer Urversion. Und alle Ansätze in den 80ern hatten die Quantitätsgleichung als Grundlage, mv equals py, Geld multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit ist so viel wie das nominale GDP. Wollen wir doch mal die Erklärung suchen, warum das nicht geklappt hat. Dann können wir nämlich diese ganzen Probleme lösen und die ganzen Anomalien erklären. Es wird also davon ausgegangen, dass alles Geld für die nominale Wirtschaft, für GDP verwendet wird. Allerdings stimmt da was nicht, denn ursprünglich hieß das, Geld wird für den Wert aller Transaktionen verwendet. Das stimmt natürlich per Definition. Aber das wurde gleichgesetzt, das war einer dieser Sleights of Hand, mit P times Y, nominalem GDP. Aber es sind nicht alle Transaktionen im GDP. Fragen Sie jemanden in Island, wo die Vermögenswerte der Banken ein Multiple von GDP sind. Finanztransaktionen, Vermögenswertetransaktionen, Immobilientransaktionen sind nicht im BIP. Die sind aber sehr wichtig und wie gesagt sehr oft ein Vielfaches der Realwirtschaft, die von BIP ausgedrückt wird. Wir müssen also Geld unterteilen in das Geld, das von der Realwirtschaft verwendet wird und Geld, das für Finanztransaktionen verwendet wird. Dann können wir sofort theoretisch die ganzen Anomalien erklären. Denn wenn dann die Geldmenge expandiert, wird hauptsächlich für Finanztransaktionen verwendet, dann kriegen wir eine Vermögenswerteblase. Und wenn die Geldschöpfung dann erliegt, dann stürzt der Finanzmarkt ab. Damit haben wir Vermögenswerte erklärt. Velocity Klein, das ist eine Illusion, die entsteht, weil wir vergessen haben, dass Geld auch für Nicht-BIP-Transaktionen verwendet wird. Es erklärt natürlich auch, warum Zins- und auch Fiskalpolitik nicht effektiv ist, denn um die Realwirtschaft zu bewegen, müssen Sie Geld, das für die Realwirtschaft verwendet wird, in Umlauf bringen und erweitern, diese tatsächlich verwendete Geldmenge. Wenn Sie das nicht machen, dann gibt es keinen Aufschwung, auch wenn Sie die Zinsen auf Null senken oder wenn Sie die Fiskalpolitik expansiv einsetzen, wenn sie nicht durch Geldexpansion unterstützt wird, kann sie nicht den erwarteten Erfolg haben. Okay, das klingt jetzt sehr gut. Theoretisch können wir das empirisch machen. Und überhaupt, wir wollten doch induktiv arbeiten. Das sollen wir auch, genau. Fangen wir doch mal an mit den Fragen, den grundlegenden Fragen. Was ist Geld? Und diese Banken, die scheinen ja doch wichtig zu sein. Warum? Die Lehrbücher sagen, die Banken sind nur Finanzvermittler. Daher werden sie also immer so als Vermittler die Ersparnisse einsammeln und dann an die Kreditnehmer ausgeben dargestellt. Vielleicht noch eine Mindestreserve gibt es, sagen wir mal 1%. Wenn also 100 Pfund oder Euro deponiert werden bei der Bank, dann können wir 99 Euro verleihen. Frage, wo kommt die Geldmenge her? Ich habe also ungefähr 1000 Fragebögen ausgeteilt im Raum Frankfurt. 84% antworten Zentralbank oder Regierung. Andere Frage habe ich noch gestellt. Würden Sie mit einem System zustimmen, wobei 97% der Geldmenge von privaten, profitorientierten Unternehmen geschöpft und in Umlauf gebracht werden? 92% antworteten nein. Sind Sie verrückt? Also nochmal die Frage, wo kommt die Geldmenge her? Nur 3% kommt von der Zentralbank, 0% von der Regierung meistens, 97% von den Banken. Die Banken sind daher was Besonderes. Sie dürfen Geld drucken, drucken natürlich mit Anführungsstrichen, es ist ja heute alles elektronisches Geld. Sie haben eine Lizenz, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Was ist überhaupt Geld? Wer verteilt es? Banken geben keinen Kredit im Sinne von einer Vergabe existierender Kaufkraft, sondern sie schöpfen Kredit im Sinne von neuer Geldschöpfung. Also wenn Sie diese Einlage haben von 100, die Bank wird sofort die 100 der Zentralbank als
Reserve geben und sagen, das ist mein 1%. Damit darf sie dann 9.900 ausleihen, denn 100 ist 1% von 10.000. Wo kriegt sie die 9.900 her? Die werden aus dem Nichts geschöpft. Die Bank darf sie erfinden und auf ihre Bilanz eintragen und in ihr Konto, Sie sind der Kreditnehmer, da wird die Zahl aus dem Nichts eingetragen und geht so im Umlauf. Und so funktioniert das. Was Sie mir nicht glauben, ich bin da also in guter Gesellschaft, die Zentralbanken sagen das ja auch. The actual process of money creation takes place primarily in banks. When banks make loans, they create additional deposits for those that have borrowed. Das war jetzt Federal Reserve, das ist Bank of England, Bundesbank. Die Geschäftsbanken können auch selbst Geld schaffen. Es entsteht durch die Vergabe von Krediten. Also haben wir die Quantitätstheorie des Kredits. Das ist die Kreditschöpfung für BIP-Transaktionen, definiert natürlich BIP, und Kreditschöpfung für Finanztransaktionen, die Finanzmärkte. Und ich habe keine Zeit, jetzt die Details anzuschauen, aber ich habe also viel empirische Arbeit gemacht. Damit können wir also alle Anomalien und Puzzles erklären. Velocity ist stabil. Wir können GDP erklären, auch in Ländern wie Japan. Wir können Vermögenswerte erklären, der Finanzkreditschöpfung. Die Bubbles und Asset Bubbles entstehen immer, wenn Kredit für Finanztransaktionen rapide ansteigt, wie in Japan oder Amerika in den 20er Jahren. Es gibt drei Grundregeln. Konsumkredit und Finanzkredit ist inflationär, entweder Konsumpreise oder wir haben hier die Asset Inflation. Aber Kreditschöpfung für produktive Investitionen, die also Produktivitätsgewinn oder neue Güter erzeugen, die führt nicht zu Inflation. Und damit können wir immer einen Aufschwung erzeugen. Damit können wir natürlich auch die europäische Bankenkrise erklären und auch schnell beenden. Und da habe ich, weil ich jetzt, glaube ich, nur noch 2 Minuten Zeit habe, eine sogar nur noch, möchte ich Ihnen nur schnell was vorstellen, was Sie heute in der Frankfurter Allgemeinen sehen, auf Seite 12, wie wir die Bankenkrise schnell beenden können. Also es hat sehr lange gedauert, aber die haben den Beitrag jetzt doch veröffentlicht von mir. Man muss nur 2 Schritte tun. Um Bankenkrisen überhaupt nicht entstehen zu lassen und Vermögenswerte blasen und diese Probleme, müssen wir nur die Kreditschöpfung beobachten und Kredite für produktiven Zweck erlauben und für unproduktive Zwecke unterdrücken. Um Bankenkrisen sofort zu beenden, ohne dass es zur Rezession oder Arbeitslosigkeit kommt, müssen wir nur 2 Schritte leisten. Erstens, die Zentralbank kauft die notleidenden Kredite der Banken auf. Also die EZB sollte jetzt nicht die Anleihen der Spanier und Griechen kaufen, sondern die notleidenden Vermögenswerte der Banken. Das würde nämlich zu keiner Geldschöpfung führen und auch nicht zu Inflation, sondern das Bankproblem lösen. 2. Schritt, wir müssen die Kreditschöpfung ankurbeln für GDP-Transaktionen. Und das geht am besten, indem wir die Fiskalpolitik weiterführen, aber anders finanzieren. Die Staaten sollen also keine Staatsanleihen mehr ausgeben, sondern sie sollen sich Kredit von den Banken nehmen durch Kreditverträge. Und da gibt es eine ganze Liste von Vorteilen. Erstens, die Zinsen sind viel niedriger. Der Prime Rate im Kreditmarkt ist ja zwischen 3-4%, nicht 7, 8, 9, 10% im Anleihenmarkt, wo die Spekulanten angreifen können. Denn Kredite sind nicht handelbar und die Banken müssen sie nicht zum Marktwert bewerten. Daher kann Moody's Downgrade machen, so viel sie wollen, das ist dann irrelevant. Und die Kreditschöpfung der Banken springt an, das ist Expansion der Kreditmenge im jeweiligen Land, in Spanien, in Griechenland. Und wir mussten hier keine Fiskalunion und Transferunion durchführen. Jeder hat noch seine eigenen Schulden und ist dafür verantwortlich. Da haben wir auch den richtigen Anreizeffekt. Es gibt natürlich noch viel zu sagen, aber die Zeit ist vorbei. Vielleicht, wenn Sie sich meine Veröffentlichungen anschauen, Neue Wirtschaftspolitik vom Wahlenverlag 2007, das war vor der Krise, aber ich muss nichts an dem Buch ändern. Es hat ja vor der Krise gewarnt, oder Where Does Money Come From? Dankeschön.